Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute werde ich wieder in meine Kossori Luftfritteuse zubereiten. Und es hat mir auch schon viele geschrieben, lieber ein bisschen mehr Rezepte von Heißluftfritteuse. Und wenn ich die schon habe, warum denn nicht? Heute möchte ich gerne in diese große Fritteuse ein großes Gericht machen. Ein Hähnchen und gleich auch Gemüse dazu. Und werden wir komplette Bereich nutzen. Und das werde ich euch jetzt alles zeigen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, dann bleibt ihr bei mir und ich werde euch jetzt alles zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor ich jetzt anfange, mit den Hähnchen zu arbeiten, werde ich den Kartoffel für ungefähr so 8 Minuten vorkochen. Weil dann, wenn er wird frittiert, hat er so von außen so richtig schön knusprig, aber innen bleibt er richtig noch schön weich. Stell jetzt mal Kartoffeln kochen. So, als erstes werden wir unsere Hähnchen, habe ich ihn richtig schön gut mit kaltem Wasser abgespült, trocknen wir ihn ab und werden wir jetzt ein bisschen rausschneiden. Wenn ihr Geflügelschere habt, dann nehmt ihr Geflügelschere. Wir müssen hier neben den Wirbelsäule aufschneiden. Jetzt mal Haut bis nach unten. Den Purzel schneide ich komplett ab. Den sowieso wird keiner essen. Werde auseinanderlegen. Und hier alles schön abwischen. So, das Hähnchen haben wir jetzt fertig gemacht, trocken getübt und jetzt müssen wir ihn würzen. Für die Gewürze habe ich mir vorbereitet Salz. Ich werde alles auf den Teller mischen und dann anreiben. Dann Pfeffer und Zitronenpfeffer, was wir auch schon mal gemacht haben. Und dafür habe ich auch ein Video. Dann Paprika edelsüß. Natürlich muss die Gewürze nach Geschmack nehmen. Einer mag das, der andere was anderes. Dann erstmal ein bisschen getrocknete Rosmarin. Getrocknete Knoblauch. So ein Teelöffel. Ja, das ist so ein Baby-Teelöffel. Und dann ein bisschen von so einem Gewürzsalz. Für Fleisch, für Hähnchen kann man nehmen, vermischen und dann gebe ich noch ganz bisschen Paprikasoße, es ist so eine Peperoni-Soße besser zu sagen, gebe ich noch so ein bisschen für die Schärfe, kann man auch Chili dazu geben. Erstmal werden wir unsere Hähnchen mit geschmolzener Butter bestreichen. Von innen und von außen. Umdrehen, wird dann besser. Alles schön drumherum bestreichen. Es kann man auch Olivenöl nehmen, wenn ihr zum Beispiel Butter nicht unbedingt wollt nehmen. Kein Problem. Gerade gereiht. Habe nur so eine dünne Streifen von dem Butterblock abgeschnitten. Alles schön verteilt. Der Hähnchen ist kalt, bleibt gleich schnell fest. Und hier bei der Haut vorne, dass die auch so knuspriger wird und dass die Brust hier nicht so trocken ist, einfach mit den Finger gehen, vorsichtig nur mit den Fingernägeln und da einfach so ein Stückchen Butter reinmachen. Ich mache in diese Seite. So wie eine Tasche machen und in die andere auch rein. Und jetzt werden wir alles schön einreiben mit den Gewürzen. Von innen auch. So, die Geflügel, dass diese Spitze nicht verbrennen, die kann man oder abschneiden und ohne die machen oder einfach nach hinten stecken. Einfach dahin kleben. So,
So, jetzt machen wir noch ein Beet für unsere Hähnchen drunter aus Zitrone. Und habe ich so ein frischer Rosmarin. Schneide nur auf zwei Teile. Und jetzt können wir unsere Hähnchen schon in den Fritteuse reinstecken. Dafür nehmen wir die Kopf ab, diese in die Mitte Verteilung auch ab und machen wir hier in die Mitte so ein Beet, bauen wir ab, wo wir dann unsere Hähnchen drauflegen. Rosmarin dazu und übertragen wir hier den Hähnchen schön hier in die Mitte. Bisschen korrigieren, diese Gewürze lieber nochmal aufs Hähnchen übertragen. Es kann man natürlich mit der anderen Marinade das würzen, das Hähnchen. Es ist natürlich euch überlassen. Ich wollte heute so probieren. Das haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir noch unsere Gemüse fertig machen. Dafür habe ich mir Möhren vorbereitet. Die werde ich in die groben Stücke schneiden. Vielleicht so. Und dann noch auch halbieren. Die dicke Stelle kann man sogar fertig. So, gebe wieder zurück. So, Möhren werden wir würzen mit Olivenöl. Viel brauchen wir nicht. Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß. Ach ja. Ich wollte noch auf mein Hähnchen ein bisschen Paprika edelsüß noch oben drauf geben. Und dann kann man noch dazu geben Ahornsirup. Ich habe es keine und dann nehme ich einfach Agavendicksaft. Nur ein bisschen. Dann sind sie so wie karamellisiert. Ich werde das einfach schön verrühren und gebe es drumherum am Hähnchen. Mein Hähnchen war nur 1,2 Kilo. In dieser Fritteuse könnt ihr ruhig 2 Kilo Hähnchen auch rösten. Es gibt dazu auch eine schöne App, wo gibt es auch Rezepte. Und das Rezept mache ich nach, nur ein bisschen verändert. Aber sonst kann man da wirklich schöne Rezepte finden. So, und jetzt machen wir auch Kartoffeln. Kartoffeln, wie gesagt, habe ich vorgekocht. Nur 6 Minuten. Weil ich sehe da bei mir sogar wahrscheinlich so weich kochende Kartoffel dazwischen. Gebe genauso ein bisschen Öl, bisschen Salz, Pfeffer, Rosmarin. Das wird schon reichen. Und verteile auch so drumherum um die Hähnchen. So. Das war's schon. So sieht jetzt aus. Komplette Mittagessen ist dann in einem Topf. Geben wir es in unsere Fritteuse und geben wir jetzt nur ein einziges Programm. Erstmal machen wir die an. So, an. Und nehmen wir die ganze Korb, das heißt Grandzone. Suchen wir uns Programm für Braten, das ist der hier, Rost. Wählen wir uns Temperatur, ich nehme 160 Grad und hier nehme ich 45 Minuten. Und dann brauchen wir dann loslegen. Start. So, jetzt gucken wir mal kurz rein, es sind noch 15 Minuten. Wir brauchen nur Kopf, nur rausziehen. Dann wird es sofort gestoppt. Na, schaut ihr doch rein. Es ist doch schon alles fast gut. Bei 160 Grad. Ich wollte gerne noch zum Schluss ein bisschen Zwiebel dazu geben. Wieder reinschieben und das läuft es weiter von allein. Und dann habt ihr jetzt gesehen und dann könnt ihr euch selber so überlegen, wie lange braucht ihr. Ich glaube, ich werde nach 10 Minuten stoppen. Das sieht sehr gut schon aus.
weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt auch Heizung von unten. So, meine Lieben, es ist noch 8 Minuten, aber ich schaue mal schon rein, weil ich möchte kein verbranntes Händchen. So, holen wir raus. Es sieht wirklich sehr gut aus. Gemüse sind durch, sonst trocknen sie, besonders bei den Möhren, die trocknen dann aus. Das ist auch dann nicht so schön. Und bei den Hähnchen, die sieht aber auch sehr gut aus. Oh ja. Und wenn das Saft austritt, es hat kein blütiges Saft, dann ist er gut. Ich lasse jetzt den Hähnchen einfach in die Heißluftfritteuse für 5 Minuten nur ruhen. Ich mache die jetzt gleich aus. Stopp. Aus. Und aus. Stromversorgung auch aus. Und lasse jetzt das Essen einfach so ein paar Minuten ruhen. Und dann holen wir es alles auf den Tablett. So, meine Lieben, es steht schon ein paar Minuten und jetzt holen wir das Essen raus. Und bitte achtet darauf, dass ihr immer an die Griffe haltet, weil den Korb ist wirklich heiß. Unterlage nicht vergessen. Und jetzt holen wir das alles raus. Beim nächsten Mal mache ich wahrscheinlich Gemüse 10 Minuten nach den Hähnchen. Aber da müssen wir jetzt es austesten, weil Möhren für mich wirken ein bisschen schon ausgebraten, ein bisschen trocken. Aber sonst ist wirklich perfekt. Den Kartoffel richtig schön geröstet. Schaut mal. Oh, und der fluffig. Richtig drumherum schöne Kruste. Aber wenn ihr dann fisst, richtig spürt man, wie innen drin richtig schön fluffig. So, meine Lieben, Fazit, es ist wirklich perfekt. Und ihr könnt ja auch für eure große Familie es zubereiten. Schaut, ich habe gerade nur 37 Minuten gebraucht, dieses Gericht zu bereiten. 35 Minuten hätte auch voll ausgereicht, weil das Hähnchen war nicht so groß. Kann nur empfehlen, dieses Gericht. Weil, wenn ihr könnt sagen, na klar, das könnt ihr mal auch im Backofen machen. Natürlich könnt ihr es mal im Backofen machen. Aber ich bin mir sicher, dass für 37 Minuten dieses Gericht bringt ihr nicht fertig in den Backofen. Außerdem müsst ihr immer vorheizen. Und deswegen, das ist schon sparsam im Strom und im Zeit. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ob das im Backofen oder in Fritteuse. Und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr wollt, auch so eine Fritteuse haben, stelle ich euch Link unten in die Beschreibung. Braucht ihr nur draufklicken. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, fast vergessen. Wir müssen doch noch Stückchen abschneiden und mal schauen, wie es überhaupt geworden ist und wie es schmeckt. Nehmen wir gleich die Keule. Sehr, sehr saftig innen drin. Richtig kommt den Saft. Und von der Brust. Meine Lieben, wenn ihr das könnt, ihr jetzt mal riechen, wie es das riecht. Schaut ihr. Sehr, sehr, sehr saftig. Wirklich. Und weich, butterweich. Naja, wir haben unter der Haut auch Butter reingemacht. So, liebe Freunde. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.